In unserem heutigen Video erklärt der Ökonom Andreas Popp, warum der Immobilienmarkt demnächst zusammenbricht. Man muss hier erstens eine massiv steigende Entwicklung der noch jetzt extrem niedrigen Bauzinsen erwarten. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also keine Bank kann sich auf Dauer leisten, einen Hypothekenkredit zum Beispiel zu vergeben. Hypothekenkredit sind also die Kredite, die für Häuser oder für Schiffe herausgegeben werden. Und einen Hypothekenkredit mit 3% Zinsen oder noch weniger zu vergeben. Und es gibt viele, die haben einen Hypothekenzins von weniger als 3%. Aber das ist ein Problem für die Bank, wenn sich die Inflationsrate zum Beispiel wie zurzeit bei 8% befindet. Und dann auch steigende Erwartungen. Also der Zins für die Bank ist ja die Gewinnmarge der Bank. Und so würde die Bank ja jedes Jahr, selbst bei diesem einfachen Beispiel, 5% Minus machen. Denn 8% Inflation, mit der ja auch die Bank arbeiten muss, abzüglich der 3% Zinseinnahme, bedeutet 5% Minus, die bei der Bank überbleiben. Wie lange sollen die das durchhalten? Jetzt sagen viele Kreditnehmer natürlich, dass sie ja einen Festzins auf 10 Jahre oder so vereinbart haben oder sogar noch länger. Und dann fühlen sie sich völlig safe. Und das ist eine gefährliche Grunddenke, denn im Fall einer Insolvenzgefahr einer Bank, und viele Banken sind angeschlagen, kann der Kreditgeber, das wissen wenige, einseitig die Vereinbarung zurücknehmen. Also der Kunde, der Kreditnehmer ist immer gebunden an die 10 Jahre, auch wenn er eine Notlage hat, zum Beispiel arbeitslos wird oder irgendeine Firma pleite geht oder sonst was. Aber das gilt eben halt nicht für die Bank, wenn es kritisch wird. Ich denke wirklich, dass das wenige wissen. Ich habe es auch nicht gewusst, bis du es mir heute Morgen beim ersten Frühstückscafé serviert hast. Was heißt denn das jetzt konkret für den Immobilieneigentümer, der noch Schulden hat? Denn da liegt ja dann wirklich ein enormes Risikopotenzial. Ja, das ist wirklich wichtig, dass man sich das bewusst macht. Die Banken und deren Nachfolger werden den Zins mittelfristig der aktuellen desaströsen Finanzpolitik anpassen müssen. Da wird es wohl kaum drumherum gehen. Und das Problem liegt vor allem darin, dass aufgrund des krankhaften niedrigen Zinsniveaus der letzten Jahre das Preisniveau der Immobilien extrem stark gestiegen ist. Vielleicht ist das wichtig, dass man das versteht. Denken wir mal an die 80er Jahre. Da hatten wir zum Beispiel Ende der 80er Jahre Hypothekenzinsen von 10 oder 11% pro Jahr auf 10 Jahre festgeschrieben. Das war gigantisch. Allerdings stiegen die Immobilienpreise auch dann entsprechend und so waren dann auch diese Zinsen dann damit gerechtfertigt. Nun haben wir aber steigende Zinsen, also fallende Zinsen gehabt und steigende Immobilienpreise. Also genau das läuft konträr und das ist natürlich völlig falsch, was hier gerade läuft. Und jetzt müssen natürlich die Zinsen angepasst werden. Mit höheren Zinsen wären ja die Immobilienpreise zurzeit gar nicht zu schaffen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Nehmen wir mal an, dass jemand eine Immobilie hat, die mit 300.000 Euro Kredit läuft. Und er zahlt für diesen Kredit zurzeit 2% Zinsen und 2% Tilgung. Also Zinsen ist ja immer die Miete für das Geld und die Zinsen und die Tilgung ist die Rückzahlung, also die Schuldrückzahlung. Dann wäre also die Annuitätenbelastung, also das, was man im Jahr bezahlen müsste, 4%. Bei 300.000 sind die 4% jährlich 12.000 Euro oder 1.000 Euro im Monat, die der Eigentümer dann ja zurückzuzahlen hätte. Das klingt natürlich verlockend, denn zu dem Kurs kann man sich keinen angemessenen Wohnraum mieten. Wobei hier natürlich, und das muss man auch ganz klar sagen, häufig vergessen wird, weil viele Emotionen eine Rolle spielen, dass ein Eigentümer auch die Instandhaltungskosten zu bezahlen hat, die beim Mieten der Vermieter an der Backe hat. Also Heizung geht mal kaputt, Isolierungen müssen gemacht werden, Dach beispielsweise muss neu gemacht werden, Dachrinnen. Es kommen neue Gesetze, wo neue Maßnahmen der Dämmung oder sowas gemacht werden müssen. Das bleibt ja alles beim Eigentümer hängen. Also zurück zum Zinsniveau. Würde sich der Hypothekenzins auf zum Beispiel angemessene 8% oder mehr steigern, und ich halte das für möglich, plus die 2% Tilgung, dann würde sich der Abtrag des Schuldners von 12.000 Euro auf 30.000 erhöhen bei diesem 300.000 Schuldenmodell. Das heißt, der neue Abtrag würde dann also nicht mehr 1.000 Euro sein im Monat, sondern 2.500 Euro im Monat. Das muss man einfach mal sich mal auch vor Augen führen, um welche Größenordnung. Das ist aber ein richtiger Worst Case, ne? Nein, das ist kein Worst Case. Ein Worst Case ist schlimmer. Das ist ein normaler Vorgang, wenn die Zinsen steigen würden. Die
Und zwar auf ein angemessenes Niveau. Worst case sieht schlimmer aus, kommen wir noch drauf. Die Rückzahlungsraten der tatsächlichen Schulden würden damit aber nicht schneller gehen, denn die Tilgung selbst bleibt weiterhin bei 2%. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass der Zins die Miete ist. In der Realität, Miete für das Geld, in der Realität ist man kein Eigentümer der Immobilie, auch wenn man im Grundbuch steht, sondern es ist immer die Bank und man mietet jetzt nicht die Immobilie, sondern man mietet das Geld bei der Bank. Das muss man sich mal klar machen. Ja, ich habe ja selber mal ganz erhebliche Erfahrungen machen müssen mit meinen eigenen Schrottimmobilien im Osten Deutschlands. Und da musste ich leider dann auch ähnliche Erfahrungen schon machen, dass du ja überhaupt nicht, wenn du so einen Vertrag unterschreibst und diese Dinger kaufst, dass du dann noch Herr über die ganze Situation bist, sondern es kann ganz schnell ganz anders kommen, vor allem wenn sie nicht vermietet werden. Andreas, eine Tragödie für viele Eigentümer und da geht es nicht um Schrottimmobilien. Glaubst du denn wirklich, dass diese Zinssätze zu erwarten sind? Ja, natürlich werden diese Zinssatzprognosen nicht öffentlich genannt, aber hinter den Kulissen ist es eigentlich allen klar. Denn wie soll es anders funktionieren? Ich nochmal, 8% Inflationsrate. In den USA sind die 30-jährigen Zinssätze für Immobilienkredite bereits oberhalb von 5% angelangt. Das würde vielen schon das Genick brechen. Nochmal ganz kurz zum Thema Schrottimmobilien. Das sind keine Schrottimmobilien, sondern Schrottberatungen gewesen. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Immobilien können nichts dafür. Ich bin ein Immobilienfreund und möchte die nicht so jetzt hier zu diffamieren. Ich habe den Mainstream-Ausdruck benutzt und das stellt sich gerade wieder heraus, ist immer ein Fehler. Okay, also Andreas, ich habe ja durch dich in den vergangenen Jahren sehr viel lernen dürfen. Ich selber war in der Privatinsolvenz, das will ich hier ruhig mal sagen. Ich weiß auch dementsprechend, wie schwer so ein Prozess ist, auch wie einer ist, um da wieder rauszukommen. Und auch da durfte ich von dir viel lernen, nämlich man kann nur als oberstes Ziel haben, niemals Schulden zu machen. Zu sehen, dass man aus solchen Abhängigkeiten herauskommt und keine neuen Schulden machen. Wenn jemand keine Schulden hat, ist er ja von so einem Zinsniveau nicht abhängig. Ja, das täuscht im ersten Augenblick. Also erstmal ist es so, wenn man übrigens überschuldet ist, dann sollte man das nicht irgendwie als naturgegeben sehen, sondern man sollte sich natürlich herauswühlen, so wie du das auch hervorragend gemacht hast. Und ich habe dich dann begleitet dabei, auch das ist wichtig und man sollte niemals aufgeben. Also in Bezug auf die Zinsen stimmt es natürlich, wenn man schuldenfrei ist, dass man da nicht betroffen ist. Aber es gibt ein weiteres Problem, denn leider steht ja zusätzlich immer noch der Lastenausgleich im Raum und das ist ja so wie eine Art Damoklesschwert. Diese Zensusaktionen, die zurzeit laufen, also die Anfragen, die man jetzt auch hier in Massen kriegen wir die zugeschickt und wir werden gefragt, müssen wir die überhaupt beantworten, können wir uns da verweigern? Ja, man kann natürlich dagegen angehen und sagen, man will es nicht, aber ich bezweifle, dass man damit durchkommt, denn dazu bräuchten wir erstmal eine Rechtsstaatlichkeit und ich bin der Meinung, dass diese Zensusdinge auch gegen das Datenschutzsystem verstoßen, gegen Datenschutzrecht und die Daten ja sogar an USA weitergeleitet werden. Finde ich übrigens auch sehr spannend, dass die Zensusdaten der deutschen Immobilien nach USA geleitet werden. Würde eigentlich reichen, aber da im Prinzip zu widersprechen, ist schwierig. Also die Zensusaktionen können also auch gut als Grundlage für eine Immobilienbewertung genutzt werden. Und jetzt male ich mal einen Worst Case, den du gerade schon so vermutet hast. Der so vermutlich jetzt übrigens nicht kommen wird, wie ich ihn darstelle, aber ich will mal ein Maximalszenario hier mal aufzeigen, auch wenn es dann in der Realität vermutlich immer geringer ausfällt, aber immer noch schmerzhaft sein wird, wenn nicht finanzvernichtend, auch wenn er geringer ausfällt. Nehmen wir an, ich bin hier nur der Überbringer der Meinung, der Nachricht, nicht die Nachricht selbst, das möchte ich hier nochmal sagen. Nehmen wir an, man würde auf dem heutigen noch hohen Preisniveau der Immobilien auf alle Immobilien eine Zwangsschuld in Höhe von 50% eintragen, also wie nach dem Zweiten Weltkrieg. So, hätte die bezahlte Immobilie einen derzeitigen Preis wie die 300.000 Euro, die ich jetzt gerade mal als Beispiel genannt habe, dann würde plötzlich mir eine Schuld eingetragen werden, also diktiert werden in Höhe von 150.000, nämlich 50% von 300.000. Eventuell bin ich sogar noch in der Lage, diese Schulden zu finanzieren, weil meine Rente noch reicht oder ich noch andere Vermögen habe.
Es wird aber auch andere Eigentümer geben, die dann die Immobilie nicht mehr halten können und verkaufen müssen. Und daraus kann ein Überangebot entstehen und das würde natürlich wieder zu fallenden Preisen am Immobilienmarkt führen. Jetzt kommt's. Parallel aber könnte dieser Preiseinbruch sich multiplizieren, also mal nehmen, da ja auch die steigenden Zinsen der finanzierten Immobilien zu einem eventuellen Massenangebot auf dem Häusermarkt führen kann, was wir vorhin besprochen haben. Und diese hybride Situation, steigende Zinsen bei den finanzierten Immobilien und Lastenausgleich bei den schuldenfreien Immobilien, die könnte dann zum Kollaps der Marktpreise führen. Dramatisch würden dann auch die vorherigen schuldenfreien Eigentümer dann wirklich betroffen sein, wenn sich die Immobilienpreise mehr als halbieren würden, also mehr als 50% fallen würden. Klingt jetzt völlig unvorstellbar, aber ich weiß es nicht. Dann nämlich würde der neue Marktpreis, nämlich wenn die Preise um mehr als 50% fallen, unter das vorherige Zwangshypotheken, unter diese Zwangshypothekenhöhe rutschen. Also nun stellt sich die Frage, ob irgendeine Institution, Bank oder Staat auf die Idee kommen würde und würde sagen, leider reicht der Wert deiner Immobilie nicht mehr aus, der ist nämlich jetzt unter 150.000 wert und du hast ja Schulden von 150.000 auf deiner Immobilie. Wir brauchen weitere Vermögenswerte, die ihr dann abtreten müsstet. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.